Nein, die haben mir K.O. Pack das Klemmbrett weg, Alter. In einen... Hast du Probleme mit meinem Klemmbrett? Hä? Genau wie gestern. Alle gucken ins Tablet rein, kommt nicht und du nimmst ein Klemmbrett. Ich bin halt nicht so modern, lass mich. Er ist so ein Sportlehrer, weißt du? Bin mal kurz Gedanken. Ja. Wenn ich ihn jetzt wegtrage und ins SG reinstelle, das fällt auf. Bestimmt. Ja, also ich lese mein Buch. Hey Jim, hast du deinen Kopfnetzugang? Ja, tatsächlich. Im Namen des Volkes gilt folgendes Urteil. Das hat Kowalski gestern Abend noch schnell... Ich hatte schon einen, der war bloß leider irgendwie nicht mehr funktionell. Ja, bei mir genau dasselbe. Und dann hat Kowalski gestern Abend noch schnell mal spontan mir den Zugang nochmal neu ausgestellt und seitdem geht das jetzt auch wieder. Andrew, im Namen des Volkes gilt folgendes Urteil. Das Klemmbrett sei gestattet. Ich finde es eigentlich frech, dass die Richter mal sagen, im Namen des Volkes. Was ist, wenn ich damit nicht einverstanden bin? Scheiße, ich habe noch die Mikro-MP. Muss das dem Richter sagen? Dann würde ich aber mal ganz schnell Hakengas geben, Kollege. Ups. Und dann wird der Richter wahrscheinlich sagen, im Namen des Volkes, außer Scholz, ergeht folgendes Urteil. Im Namen des Volkes, außer den 2,8 Millionen Leuten, die nicht damit einverstanden waren, ergeht folgendes. Genau so. Mann. Das kann sein, also... Hab jetzt offiziell den Plan für die nächste Razzia. Ein Plan? Wir tun den Reich ausziehen bis auf die Unterbuchse. Schicken ihn schreiend ins Anwesen, damit alle abgelenkt sind. Und dann nehmen wir Pushkin über die Schulter und werfen ihn rein. Ich wollte gerade sagen, Pushkin, ja. Rein und Tür weißt zu. Du, das hört sich so an, als ob Pushkin so ein Hund wäre, weißt du? Einfach so Pushkin mal reinschmeißen, mal schauen, was passiert. Ja, wahrscheinlich kannst du die kreischen hören wie eine Katze, wenn er erstmal fertig ist. Oh. Ja, vor allem ist er alle abgelenkt durchreicht dann, so wie der rumschreit. Mann, jetzt habe ich schon wieder einen Platten. Ja, Pushkin ist aber eine... Pushkin ist aber auch eine krasse Maschine. Der ist wirklich krass, ja. Ja. Wir haben jetzt zwei Platten geschossen. Ja. Der Nils. Mit deiner Mikro-SMG, die du dabei hattest. Hä? Deine Dienstwaffe ist. Ich hab dir gar keine Platten geschossen. Lass mal einfach so stehen. Gut, ja. Eine Runde laufen, tschüss. Nein. Doch. Nein. Anweisung. Egal. Wiedersehen. Die Diskussion hatte ich gestern mit Heisenberg. Was für eine Diskussion? Ich werde einen Teufel tun, nochmal irgendeiner meint von euch, von wegen Lauf ums SD rum, kann ich mit den Sack kratzen gehen. Ich hab die Schnauze voll von so einem Kindergarten. Was hat das mit Kindergarten zu tun? Das hat mit Disziplin zu tun. Hat nichts mit Disziplin. Das ist einfach nur... Nein, hat nichts mit Disziplin zu tun, dass man höherrangigen, blöde Sprüche drückt oder was? Ja. Sag es nicht, du drückst dich auch dumme Sprüche. Darf doch so. Negativ. Sau. Was haben wir denn hier? Für die Grenzkontrolle. Baum, erstmal hier die Aufsicht gestartet. Was? Da kommt ich bin bei dir weg. Officer im Dienst. Weg. Wollen wir den Sarkoff ins Trockene reinstellen? Sarkoff, wie? Du bist weg. Ja, wenn dann so weitergeht, werde ich kündigen. Wegen mir jetzt oder was? Nö, allgemein. Ich fühle das. Jetzt, wo wir hier untereinander stehen, ich krieg schon Plack, wenn ich die Stimme der 01 von der Army höre. Der hat mich die letzten Tage hat er mich schon so schikaniert und geärgert. Von mir kriegt er auch Breitseite, also ich wehr mich ja auch, ne? Ja, aber mit dem kannst du eigentlich gut reden. Aber er ist eigentlich ein ganz lieber, ehrlich. Die Art und Weise ging mir so auf den Sack letzten Tage. Die Art und Weise, das war aber auch nur, weil jemand ihm zugetragen hat, dass das so abgelaufen ist. Das ist das. Ich hab ja gestern auch mich nochmal mit ihm unterhalten. Er sagte, dann hat er das falsch missverstanden. Das kommt auch nicht mehr wieder vor. Dann bin ich beruhigt. Dann habe ich nichts gesagt. Sarkoff?
Ja. Mal eine Frage, müssen wir Anweisungen der Army befolgen? Ja. Auch wenn das ein Trainee ist, in dem Falle von denen? Ja. Weil die eine höhere Exekutive sind? Ja, weil das der Staat ist. Aber wir sind doch auch der Staat. Ja, aber die sind für den kompletten Staat zuständig, sag ich mal. Also, okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Aber man hat auch bestimmt trotzdem die Möglichkeit, die Sinnhaftigkeit des Befehls anzuzweifeln, dann, oder? Kannst du nachfragen, aber ob Wort Chris, weiß ich nicht. Aber wenn euch jemand von der Army einen Befehl gibt, dann müsst ihr den auch ausführen. Punkt. Da wird auch nichts diskutiert oder sonst was. Ach, ich habe gesehen, hier Brandon hat reingeschrieben, dass ich diese Grundausbildung da bestanden habe, ne? Mhm. Ja, du bist ja später gekommen, alles gut. Ja, aber ich muss noch eine Akte schreiben, nicht, dass ihr das vergesst. Ich habe immer noch keinen Kopfnetzugang. Immer noch nicht? Nee. Warum das denn nicht? Also beziehungsweise ich hatte mal einen und der wurde jetzt gesperrt und wir sollten ja irgendwie hier Heisi, Meisi, Heisenberg, sollten wir ja... Wie hast du ihn kurz jetzt gerade genannt? Heisi. Wie alle Kowalskis. Hast du ihn jetzt gerade genannt? Heisi. Sag ihm das mal bitte ins Gesicht. Ja, sagt doch jeder gefühlt. Nee. Ach, den Insider kennst du nicht, der heißt doch auf Insta nämlich so. Ja, ich weiß. Also, auf jeden Fall habe ich ihm das geschrieben und bislang habe ich halt noch keinen neuen bekommen. Und Kowalski oder ihn konnte ich noch nicht antreffen. Okay, da ist er weg. Seht ihr die Türschlösser drin? Warte. Ja, sehe ich. Jetzt sehe ich es auch wieder. Aber ich sehe hier den Ausstempelpunkt nicht. Ne, den sehe ich auch nicht. Der ist wahrscheinlich entfernt worden. Dann ist er weg. Dann ist er komplett weg. Das ist schon mal gut. Der hat doch eh nicht funktioniert. Ja, der hat nicht funktioniert. So, ich bin jetzt gleich mal in so 4-5 Minuten bin ich gleich mal kurz in Gedanken, ne? Ja. Gleich hier in Europa was zu trinken wollen, sonst gehe ich kaputt. Wir müssen auch noch diese Streifenausbildung fortführen, oder nicht? Habt ihr doch schon gestern, oder nicht? Die wird doch gestern abgebrochen wegen Human Labs. Wenn ich, wird das, weiß ich nicht, keine Ausbildung. Okay. Regen hört auf, ja, Mann. Oh, so ein schöner Sommerregen hat doch mal was. Herr Scholz, sind Sie Nightcross? Yes, sir. Okay. Wieso? Ja, das war nur aus Versehen, das wollte ich nicht. Alles gut. Aber ich finde den Namen sehr interessant davon. Ja. So hieß ich auch im anderen Staat, Andrew Waschbär. Da war ich MD-Leitung. Ja, wild. Was ist Gruppe 6 eigentlich? Gruppe 6 ist sowas Security-mäßig fürs DOJ und so. Ah. Die schleppen auch ab. Was gab? Ein Pushkin. Pushkin! Oh. Du bist so ein. Kannst du doch mal in den Kleidungsladen fahren, deine alte Maske aufsetzen und den kompletten Kleidung nochmal wechseln? Ich lasse den überhaupt gar keinen Bock drauf. Ah, Pushkin, das können wir glaube ich zusammen machen, dann kann ich mir nochmal ein T-Shirt besorgen. Ja, okay. Ah ja, stimmt. Ich muss ja auch jetzt. Was musst du? Deputy. Dann, was willst du jetzt ändern? Kurz am Nick hat er ja schon dann. Ja, Genau. Ja? Esteban sagt etwas. Ja, die Winkel. Dieser Winkel, ja. Quatsch.
Also kann ich das jetzt so einfach anwenden? Könnt ihr gerne machen, aber muss nicht. Das muss schon seine Richtigkeit haben hier, oder? Ich will ja meinen Rang präsentieren. Ja, musst du aber auch einen anderen Hut aufhaben, ne? Der nimmt eh alles ernst. Ja. Poschkin, willst du einfach zum Streber jetzt? Ich hole ihm Auto raus und dann können wir ihn da hinfahren. Ich will einfach nur rumballern. Aber ich bin schon seit 2 Wochen Trainee. Poschkin kommt und es wird auch zu regnen. Ja. Ist das nicht ein Zeichen? Das ist ein Zeichen. Was ist das ein Zeichen, dass Poschkin sehr trocken ist? Das ist das Zeichen, meine Freunde. Poschkin Wettergott. Nächstes Mal, wenn Anwesen gestürmt wird, kommt plötzlich Gewitter und jeder wird von so einem Blitz getroffen. Ja. Er nennt mich auch Thor. Aussteigen, erst wenn ich stehe. Das ist nicht oft passiert. Ich warte einfach immer, bis der Fahrer ausgestiegen ist. Ich nicht. Ich hab auch noch so. Au! Wofür war der jetzt? Poschkin. Wofür war der jetzt? Wofür war der jetzt? Welche Nummer hat das? Oh. Das ist ja cool. Welche Nummer hat das T-Shirt jetzt? Fertige Nummer? Moment, jetzt muss ich also 48.2 ist T-Shirt. Moment. Ich hab die ja auch. Oh, jetzt hab ich schon wieder. Geht das schon wieder? Oh Mann. So. So, ich hab 2 Winkel hier dran. Ihr müsst 1 Winkel. Moment. Muss ich nur einmal kurz selber gucken, wo das nochmal war. Das war bei Tattoos und die haben wir hier nicht drin. Nein, das war nicht bei Tattoos. Nee, da ist das nicht Kette oder sowas? Nee, Kette war das auch nicht, Moment. Aber ich kann mich nicht drehen, warum kann ich mich nicht drehen? Doch, kann ich. So, Moment. Kette. 48.2 kann ich ja noch. Kette ist es nicht. Uhr ist es. Uhr. Bild. Mann, ich brauche unbedingt einen neuen Hut. Das wäre die 156.0. Der Dienstgrad? Okay, wir brauchen ein anderes T-Shirt dafür. 156.0 bei Uhr. Jawohl. Da ist es. Aber jetzt musst du, glaube ich, noch. Ja, bei dem kurzen sieht das nicht so aus wie beim langen, ne? Das lange sieht aber scheiße aus. Ansonsten, dreh dich mal kurz. Ja gut, auf der linken, dreh dich nochmal. Auf der linken Seite sieht man das richtig, auf der rechten Seite ist das ein bisschen verschwommen, aber es ist ja egal. Okay. Welches ist das kurzärmelige Hemd von der Titelnummer? Was suchen Sie denn jetzt? 532. Ich such mal da ein bisschen durch. Ja, aber Maske ist nicht erlaubt, ne? Das wisst ihr. Ja, ich schau einfach nur so rein. Herr Smith, Sie müssen die Arme noch ändern. Da bin ich gerade bei. Weg. Nö, lass sie einfach mal so, dann sehen die dich nicht kommen. Ja. Ja, dann liegt das wirklich an dem Kurzärmlichen. Oh. Will ich nicht. Na, das hat doch was. Ey, wer ist eigentlich mal damit? Rauchwild. Was wäre der Hut? Meiner? Ich glaube, das funktioniert mit meiner Frisur sowieso nicht, aber... 37 wäre der. Meinst du den normalen Hut, oder was? Ja, wäre es mal interessant zu wissen, ob es vielleicht irgendwie... Man kann Outfits teilen? Ja,
37, sicher? Was geht ab, Bob Marley? Ja, bei mir 37. Ah, fuck. Glaubt man sich. Ah, nee, geht's aber. Ah, das funktioniert sowieso nicht. Oh, alles gut. Ja, ist 37. Also, ja, eigentlich, da wir jetzt Winter hätten, wird das schon passen. Ich finde den Kleidungsshop irgendwie besser als vorher, ne? Yep. Ja, ist nicht schlecht. Mal sehen, vielleicht nein, irgendwann, wenn ich mal eine andere Frisur haben will. Das passt so. Ansonsten guck doch mal wegen der Cappy. Ja, Cappy funktioniert bei ihm auch nicht. Du musst eine andere Cappy nehmen, mein Freund. Nehme ich die halt komplett in schwarz. Ups. Cappy geht auch nicht. Ah, ist okay, das passt so. Geht auch nicht, aber ist okay, das passt so. Ich kann da prima mit leben. Ja. Mich wird das so abfacken, dass dieser eine Winkel. Was ist das? Da warte mal, geh nochmal zurück. Ist das Army gewesen? Wie ist denn das Standard, das normale T-Shirt? Mhm. Wie ist das normale T-Shirt von uns? Die Artikelnummer? 48,2. Können wir da nicht auch mal direkt. Nee, sowas will ich nicht. So ein richtiger Abo. Ja. Kann ich auch die Fahrradtour machen? Er ist Alter, es, Alter. Schnauze. Yeah. Ich bin die OCG. Dein Fahrrad-Sheriff. Sicher, dass das 48,2 ist? Da haut irgendwas nicht an. Da musst du die Variante von ändern. Farbe. Ah, zurück. 48,4 wäre das gut. Ey, das sind neue Shirts. Das wäre gut. Warte mal. So, dann muss ich aber meine. Ja, nee, wir nehmen aber die anderen wieder, bitte. Nee, du bist gerade bei Torso, glaube ich, nicht T-Shirt. Ja, natürlich bei Torso. Der Torso ist 532. Gib bitte die Klamotten an, die wir vorgegeben haben. Und du wechselst jetzt die Witze, sonst knüppel ich dich gleich wieder. Ja, 532 ist aber das kurzärmelige Hemd und nicht das T-Shirt. Ja, ja, du willst mit Hemd. Ach so, meinst du hier das langärmelige oder was? Nee. Das T-Shirt ist für Praktikanten. Ach so, ja, das bin ich ja nicht mehr. Nein. Okay, ich hab da nichts drauf. Vielleicht krieg ich. Nimm mal deinen dicken Kopf weg. Hat er jetzt gesagt, dicken Kopf? Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob das ist die gleiche Farbe, oder? Ungefähr? Ja. Ja, bisschen zu aber weiß. Aber da werde ich dir jetzt schon sagen können, da wird der Herr Kowalski Nein sagen zu. Och, wenn du eine direkt sandfarbene findest? Alter, wir sind Sheriff Department und kein Hip-Hop-Contest. Genau die, ja, Gruppe 6. Captain Jack Pushkin. Ja, yeah, aber. Irgendwas auf dem Kopf haben, aber. Ui. Ja, direkt SRU, ne? Boah! Du störst mich, Leute. Warte mal, geh nochmal zurück. Die Mütze sah ganz cool aus. Kann man die Farbe ändern? Nee, ist nur das. Aber es steht Sheriff drauf. Sheriff steht da drauf. Ja, dann kannst du die auch nehmen. Sieht aus wie. Warte, dann kann ich. Aber du siehst aus, wie als ob du schwimmen gehst. Ja, Pushkin, das ist der Pushkin, der flutscht überall rein. Ich weiß nicht, ob ich dich ernst nehmen könnte mit so einer Mütze. Nein, ich würde dich auch nicht ernst nehmen. Ich würde sagen, du bist ein Karnevalsverein. Einfach so ein Motorradhelm. Ja, die Mütze, gibt's die nicht mit Sheriff?
Doch, aber ich sollte die ja abnehmen. Hä? Welche? Die, die ich vorher anhatte. Also ist halt nicht Blaine County, sondern was anderes. Was steht denn da drauf? Das ist nicht Blaine County Sheriff Department, sondern das ist Sandy Shaw's Sheriff Department. Ich hatte vorher. Wo waren die jetzt? Ja. John ist einfach auch for real einfach noch rainy. Jetzt müsste sie gleich kommen. Die Handschuhe, können wir wellweise eigentlich auch auf die verzichten? Negativ, habe ich auch schon nachgefragt. Mich stört's, dass da halt Mechanik draufsteht, Mechaniker. Aber es gibt sogar Westen, glaube ich, vom Sheriff Department oder von der Army. Da sind die Handschuhe sogar dran. Ich glaube, zwar Army. Ja gut, aber da bringt ja nichts, wenn du die anders, ne? Ja, ja. Warte mal. Mann, halt dein Kopf mal gerade! Ich bin dabei! Da steht State Police dran. Warte. Ich meine, die lass die komplett schwarz. Das komplett schwarz würde sogar, glaube ich, noch viel besser aussehen, geh oder? Geh mal zurück. Warte mal. Geh mal zurück. Weiter zurück. Funkcheck. So. Und jetzt geh mal eine Farbe ändern. Stopp. Check, bestand. Zurück. Weiter. Geht da. Ist auch LSPD. Zurück. Zurück. Weiter. Weiter. Die kannst du nehmen. Okay. Aber ey. Willst du mir so in Europa mit der Mütze vorbeilaufen, ne? Ich schwöre dir, ich würde dich nicht ernst nehmen. Ist kein Witz. Ja, eigentlich trage ich die so. Ja gut, dafür gibt es ja so viele Utensilien, die wir am Gürtel tragen, als Meinungsverstärker. Also ich habe meine Cap immer so, wenn ich welche anhabe. Ja, genau. Alter, wir sind nicht beim Hip-Hop-Contest. Man soll uns schon ernst nehmen und das sieht aus wie Karnevalswein. Macher mit weißen Haaren. Gib mal eine Seite, Jungs. Nee, chill mal. Warte, lass mich erst, warte. Gib mir erst die Cap und zum Schweichen. Danach kannst du einen jemanden Dötz hauen. Warte. Warte, bitte. Ich hätte mir uns da vorstellen müssen, weil wir für unsere Kameraden hier stehen. Ja, eigentlich ja. Schon. Lass mal Wagen klauen. Ah, 105 fährt kurz gehört. Mit der 650 zum Kleidungsladen. Ja, aktuell befinden wir uns hier auch noch. Lass mal hinterherfahren. Und dann so fett durch den Lautsprecher rausschreien. Warte mal, hört man das über den Lautsprecher jetzt? Ah, oh, sag mal was. Hallo? Nee. Ruf mal einer, Medic. Jim, rufst du Medic? Ja. nein, der lebt doch noch. Alter, wir sind fast tot, Mann. Hat er sich jetzt totgestellt? Oh, jetzt lebt er nicht mehr gleich. Ja, der tut weh. Alter, der macht Miesauer. Also nächstes Mal stürmen mit Schlagstock, sagst du? Das ist mein Lieblingsspielzeug. Pushkin, komm! Oh! Was krieg ich denn jetzt dafür? Eigentlich gar nicht. Schlagstock hat mehr weh getan. Da wurde kurz vorne... ja. Hm? Wer ist das jetzt hier? Keine Ahnung, irgendjemand hatte durchgefunkt, dass er noch hinfährt. Könnte Chester sein mit noch jemandem. Ja, ich glaube Bernd Prängel. Ach, Prängel, ja, okay. Oder Prängel, keine Ahnung. Prängel. Prängels. Allgemeine Personenkontrolle. Ich habe einmal von Ihnen beiden beide Personalausweise gesehen. Abgelehnt.
so 10-4 gebe ich an die Leitstelle so weiter. Ja, ich würde sagen, der Gürtel ist deutlich besser. West? Ja. Du kannst ja auch deine Ringel da an dem Abend machen, ne? Oh, unter was fallen die nochmal? Unter Uhr. Die Uhr. Ah, doch, Uhr. Wie viele Ringel kriege ich? Drei? Ein. Eins. Ach, mach doch nicht den. Drei. Erstmal kurz Esteban überholt, sagst du? Ja, wundert mich nicht. Der Kollege hat mich auch gerade als Esteban angesprochen, wo ich ihn auch gesagt habe, direkt als Beleidigung notiert. Aber, ja, okay. Alter, aber hast du eine Nummer? Keine pinken Handschellen. Hast du eine Nummer von den? Ja, warte. Von den Stern, von den Kringel da. Gib ich dir sofort. Das war pinke Handschellen, Junge. Keine pinken Handschellen, da hat der Kowalski letztens schon was zu gesagt. Ja, alles gut. Aber dann hat sie meine Brüderchen identifiziert, aber als pinke Handschelle. Das ist die 155 Farbe 1. Das 55, ja, Größe, fix. Ist das Hemd hier erlaubt? Welches Hemd? Das ist mit diesem. Also, das ist die 151.1. Dieses Sheriff-Hemd da, was, was du da anhast? Ja. Ich glaube, das trägt. Das ist nicht 155.1. Kriegt jemand höherrangiges, keine Ahnung. Da ja. Das. Aber 1 ist 2. Hm? Nee. So, Variante 1 ist 2. Achso, ja, Dinger. Stimmt. Ja, stimmt. Du musst 0. Pushkin. Jo. Trägst du mich gleich? Ja. Ich werde mal intensiv nachdenken müssen. Müssen wir noch die Arme ändern? Aber bei der 56 sieht es besser aus als bei der 55. Hand anhat, was ich anhab. Das ist die 56. Glaub, das ja. Ist die 51. Ja, die 55, sorry. Geh nochmal ein. Ah, okay. Na, da sind die vorne dran, ja. Sieht besser das aus. Sieht deutlich besser aus, würde ich sagen. Hey, warte mal, vielleicht geht das bei mir auch. Ja, mach. Ja. Aber dann haben wir das. Maske habe ich ja eigentlich eh nie im Dienst. Darf ich mir eine andere nehmen? Nein. Darf ich mir andere Handschuhe nehmen? Der Pushkin nimmt sich bitte auch die Maske. Jo. Darf ich mir andere Handschuhe nehmen? Nein. Da muss ich da echt nochmal mit Ding reden. Was? Mit dem Reich. Ja. Weil ich finde die Handschuhe so potthässlich. Ja, ja, das ist... Ist von Anfang an so und da ändern wir jetzt auch nichts dran. Oh Mann. Wir haben da eh nichts zu entscheiden, weißt du? Wie kann ich denn das jetzt... Was denn? Vielleicht will das in den Schrank packen hier? Musst du unten links, unten links. Okay, ich brauch nicht mehr getragen werden. Smith? Ja. Mach mal deine Uhr statt 156, 155 oder 157, dann passt das mit den... 156 ist, das passt. Ja, aber das mit dem... okay. So, Jungs, ich bin mal kurz in Gedanken, ja? Die Uhr. Mein Gott, ja, ich will es in den Schrank packen. Wie? Ja, du gehst unten links auf mit Bank kaufen und dann wird das dir doch automatisch vorgeschlagen. Nein, wird es nicht. Ja, passt. War das Problem, er lässt es nicht. Das ist schlecht. Ich habe jetzt mal hier mein anderes Ding aus dem Schrank rausgenommen, ne? Siehst du, haben wir das auch, das war cool. Ah, jetzt hat's funktioniert. Glaube ich. Wieso gibt's keine Uhren bei Uhren? Ich krieg meine Uhr nicht mehr weg, weil es keine Uhren mehr gibt. Ah, perfekt. Warum? Das eventuell einfach nur unter Outfit dann zurückgelegt? Ja. Ach, das ist ja bodenlos. Ja, das kannst du aber danach noch benennen. Ja, logisch. Kannst du eine Etikett dran machen. Aber was mich mal interessieren würde, wäre jetzt... Ach, der grüne Fall ist welches das. Welches ist eigentlich der richtige Hut? Der hier, oder? Ja. Das
das mit dem dunkleren Blame. Das? Ja. Würde ich mal sagen. Jo. Einfach bodenlos, Digga. Ich bin ja schon 2 Wochen lang Dings Trainee. Echt? Ja. Hast du die Ausbildung mitgemacht? Ja. Aber es wird noch nichts reingeschrieben, dass ich Deputy bin. Ja, weil du gestern noch nicht da warst. Also du bist ja danach abgehauen. Um 1 oder 2 hat das Heisenberg, hat das Kowalski mit uns gemacht, die da also. Waren eben. Ja gut, aber ich habe nicht verlangt, dass die Leute um die Uhrzeit dann noch im Dienst sind. Ja gut, hat ja auch keiner verlangt, das hat sich bloß so zufällig ergeben, halt, dass alle da waren dann, ne? Versteckst du genauso wie Dix hinterm Putzwagen. Dude, was ist das denn, ey? Eieiei. Ja, aber der Gürtel ist jetzt deutlich angenehmer. Wo ist das Outfit gespeichert? Ja, unter Outfit. Outfits, aber nur unter dem Namen Outfit. Ach so. Ja. Yeah. Dann kann ich das hier löschen. Ja, auch nur, wenn du genug Platz im Schrank hast, wenn du verstehst. Ach so. Ja, das Problem hatte ich gerade. Man muss sogar Platz im Schrank haben, das wusste ich yeah. schon. Ja. Müssen wir nachher eigentlich alle diese Hemde tragen, oder? Ah, schön, aber der Dienst gerade darauf passt. Ich bin A-Train, ich habe eh kein Abzeichen. Ja, deswegen dann Klasse essen. Du hast aber noch das, das falsche T-Shirt, glaube ich, an, ne? Wenn ich so anschaue, was Pushkin und Jim hier an. Ja, aber er hat gesagt, er hat eh noch keinen Dienstag, dann passt das. Und auch noch das angehabt. Ich lass auch erstmal dieses Langärmelige an. Mhm. Ich entspannter irgendwie, weil es kommt eh bald Schnee. Kriegen wir deine Winteruniform? Eigentlich wäre doch mal was, eine Winteruniform. Mit Jacke ja, und mit, so. Mit einer Lederjacke und so, ne? Ja. Aber was Schönes gern, hier. Ich hätte gern Krokodilsleder. Darkov? Der ist gerade beim Nachdenken, wo ich mich jetzt auch dazu gesehen. Denker. Alles nur Denker, keine Macher. Diesen sorg ich uns schön für ein aromatisches Aroma im Kleiderladen. Immer. Grundsätzlich immer. Ja, deswegen auch schon blöd angemacht. Mhm. Als ich geboren wurde, hat die Krankenschwester mir schon Feuerzeug gereicht. 3 Sekunden später ist er im Bart gewachsen, ne? 4 Sekunden später habe ich meine Mutter nach Hause gefahren. Echt nicht schlecht. Solange du es nicht tragen musstest. So, da bin ich wieder. Wir können ja mal gucken wegen anderer Handschuhe. Ja, weil die Mechanikerhandschuhe sind ein bisschen witzig. Und Reich hat ja gestern gesagt gehabt, mit dem Hörer kann man das absprechen. Ja, dann müsst ihr das bitte. Oh, okay, einer kann ja mal gucken wegen anderer Handschuhe. Also, ich persönlich. Ja. Wo war denn das? 203 haben wir jetzt an. Diese komplett schwarzen, die du jetzt an hast, ne? Nee, wo sind sie? Ich bin gerade ein bisschen blind. Die sind eigentlich ganz gut. Ich finde solche zum Beispiel sehr gut. Das erinnert mich zu sehr an BDSM. Mm, nee. Oder das Moment. Erinnert mehr wieder, finde ich, an Biker. Das ist noch keine Biker-Handschuhe. Ein Biker wird niemals knöchelfrei tragen. Was? Biker würde doch nicht knöchelfrei tragen. Ja, natürlich. Was meinst du, was die ganzen Rocker tragen? Oder so ganz schwarz. Das sieht natürlich besser aus. Ist die auch in einer anderen Farbe? Bestimmt.
Zeit gibst. Also für, also für den Winter hätte ich gerne die Wollhandschuhe. No, Alter. Ah, genau, Sarkov. Was ich gerade sagen wollte. Wie sieht es aus mit einer Winteruniform für uns? Geh mal kurz zur Seite, ich sehe dich nicht. Geh mal kurz zur Seite, Prängel. Ja. Okay. Keine Ahnung. Ich will mal klären. Weil es gibt bestimmt was Schönes, weißt du, so eine schöne Lederjacke mit Sheriff-Aufschrift. Und eine Sheriffsweste. Was ist denn mit denen? Was steht denn da drauf? Was ist das? Die sehen so aus, so, als ob ich die aus der Mülltonne rausgeholt hätte. Das ist nicht böse also gemeint. Also ich finde eigentlich die von Wes, finde ich am besten. Welche Frage oder die Zunen? Die geschlossenen da, die schwarzen. Die Sarkov jetzt anhat, die finde ich sehr geil. Oder die, ja, die sind auch gut. Kann sich das mal einer aufschreiben, bitte? Das ist ja, 198. Ja. 198, hallo, jo. Hallo. Ja, aber da musst du dann die andere Version nehmen. Davon. Welche? War schon splatzt durchs Hemd. Von dem? Also bei den Kurzarmen wärst du 180. War richtig sehr. Und die gleichen, oder? Ja, klar. Ich bin richtig gefangen. Ja, weil bei den 198er platzt nur das Hemd. Bei den 180ern sieht aus, ob es okay ist. Ja, dann müsste man so dann gucken, wegen Arme. Ja, das ist dann die 180. Bei langer Arm. Also die finde ich persönlich, die er da jetzt gerade anhat, die sehen eigentlich doch ganz gut aus. Oh, oh. Was Schönes. Können ja so Gorilla-Handschuhe einfach probieren. Zurück. Ich meine, Wes. Immer weiter nach vorne. Was ist Chilling? Holst du mich näher vom Dienst ab? Die ist da hinten, die 3 Generationen Inzucht. Nach 3. Generation Inzucht. Oh Gott, mir diese Hände. Nee, ein bisschen zurück. Diese Beigen. Weißt du welche? Die sind eigentlich auch ganz gut aus. Ja, die haben auch Stil. Ganz schlecht. Darüber könnte man sich auch unterhalten, ne? Ja, die passen sogar farblich relativ gut. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum Handschuhe tragen, wenn das den Schlag dämpft. Das sind Sandhandschuhe. Oh. Ganz einfach, damit du dir nicht die Hand aufkratzt. Ja, aber wenn ich damit zuhaue, dann habe ich Glas in den Handschuhen. Aber vielleicht gern mal den Einsatz vom Schlagring. Ja, also ich bin jetzt noch einen Augenblick da. Dann bin ich nachher gleich erstmal weg essen und so. Ja, das muss man dann. Und dann geht das auf jeden Fall heute Abend intensiv weiter. Das ist ja eh so ein kleines Gespräch. Ich hoffe es. Ja, die anderen Handschuhe werden definitiv angebracht. Aber ich will mal aus Spaß was gucken. Ich will mal gucken kurz, ob wir hier Winterjacken haben mit Sheriffs-Aufschrift. Ich denke schon. Direkt als Vorschlag, weißt du? Lass ich die Handschuhe mal kurz an. Und dann schaue ich mal kurz nach. Morgen ja wieder arbeiten. Jacken. Also ich weiß, dass das PD solche hat, solche Winterjacken. Wir haben auch welche. Hey Jim. Ja. Das PD hat ja solche. Warte los. Imagine. Mit Fell oben. Imagine die alte Kleidung. Ja, das ist so. Die suche ich, genau die. Junge, dann. Aber jetzt hast du mir die Nummer davon? Ich denke nicht. Warte mal, geh nochmal zurück. Alter, stopp. Ja? Steht da drauf? Ach, das ist Medic. Ja, also wenn du mich degradieren willst, kein Problem. Ja. Medics haben sogar Pullis. Ja, die haben alles. Ja, ist klar. Ja, genau. Und ich muss hier meinen Arsch auffrieren. Ja, ich hab sie doch. Ja, sowas. Arbeit ist die beste Jacke. Aber das ist die Polizeiversion davon. Nein. Ja, aber guck mal, ob es hier andere Varianten gibt. Das ist Sheriff. Ja, die, wo er anhat, die, wo ich anhab, ist gerade Polizei. Welche hast du an? Achso. Welche Nummer? 538. 538? Boah, das sieht auch schon fett aus, ne? Das hat Stil. Das schockt.
Gerade für das Wetter. Jetzt suche ich mir noch eine passende Weste dazu aus. Die Weste würde es nicht so gut dazu passen, oder? 538. Ich nehme die Weste. Du mal? Ja, jetzt steht dir mir nicht alle im Weg, sonst kriege ich hier einen Anfall. Jo, ja, die letzte Weste sagen, war welche Nummer? Gut, ne? Warte. Von was? Bei Sarkov. Ja, welche Nummer die Sarkov anhatte gerade. Welche meinst du? Was meinst du jetzt? Weste? Ja. Ja, du hattest gerade den... Ey, wir haben auch noch andere Westen für die SEU. Ja, es gibt voll geile Westen, aber... Taskforce, Sheriff, K9, SRU, was haben wir noch? Ja, das war's. Ja, da war's die. Was ist das? Das ist auch eine Weste. Ah ne, das ist gar keine Weste. Aber ganz ehrlich, die Weste tragen wir einfach unter der Jacke und fertig, oder nicht? Ja, sag ich auch. Weil das ist so eine dicke Weste. Ach, ich finde die geil. Ja, welche? Jetzt gerade an von SEU. Da steht Deputy. Ja, aber da ist halt das Problem, die SEU-Westen dürfen wir nicht anhaben. Ja, da gibt's auch Normal-Sheriff von. Da ist jetzt zum Beispiel Normal-Sheriff SEU. Normal-Sheriff Deputy. Der Kollege hier vorne, ich glaube, das war die 5. Oh, danke. Hier ist auch noch wieder eine andere Weste. Ist nicht so protzig wie die andere. Los Santos. Ach, das ist wieder Los Santos. Ja doch, passt doch. Nee, passt nicht. Wir sind Blaine County, oder? Blaine Country, ja. Ja, es geht mir auch voll auf den Piss. Hier geht irgendwie alles auf den Piss. Ja, normal. Wenn ich nichts mehr zu meckern habe, dann weißt du, dass du mich kündigen kannst. Ja, das... Das ist doch was Schönes. Hier, dann wird es langsam Zeit, dass wir West nichts mehr zu meckern haben. Ich nehme den C4-Gürtel. Boah, also die Weste hier fällt mir sogar deutlich besser als die, was wir anhaben, ne? Ist das nicht die, was aktuell die Frauen anhaben, so in der Richtung? Ja, aber weißt du, so mit der Waffe oben dran. Bodycam mit da oben dran. Der Schulter. Lane County Sheriff steht dran. Direkt mal merken, die 5 und 8. Doch cool. Apropos Weste, ne? Ich muss mal hier. Hier, Wasser. Das ist auch Sheriff. Sowas könnte man zum Beispiel für Trainees nehmen, dass man die ein bisschen unterscheiden kann. Meinst du, das hat er was, Grüne? Ja, das hier, warte. Das. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und dann hast du ja noch. Warte. Oh, die Weste ist auch schick. Oder das für Trainees? Oh Gott. Und das für Deputies. Aber Sarkov, was sagst denn du zu der Weste, die ich gerade anhab? Seh dich gerade nicht. Direkt hinter dir? Ja, ich seh dich trotzdem gerade nicht, du Nase. Also, sieht halt wild aus, ne? Ja, die Weste hat alles direkt an der Weste dran, was du brauchst. Also ich bin. Ach halt, da steht wieder Los Santos. Ja, aber es passt doch. Da steht Los Santos Sheriff. Ja, wollen sie nicht. Wir sind das Blaine County Sheriff Department. Da müssen wir die hier nehmen. Schauen wir hier. Ah, die passt doch auch. Sheriff K9. Guck mal, Hundestaffel. Ja, gibt's ja. Die gibt's aber auch, glaube ich, auch eine andere Version. Und hier haben wir Sheriff K9. Hat schon was zu essen? Na ja, was brauchst du? SRG. Ja, einfach zu essen. Was ist deine Lieblingszahl 305? Ja. Danke. Also ich feier die Jacke, ne? Mhm. Die Jacke ist schon fett. Auch übel.
Ja, wie gesagt, das müsste man dann nachher mal ansprechen. Ja, guck mal, das hier meine ich mit Weste. Fett. Da hast du alles dran, steht Blaine County drauf. Und die ist ein bisschen länger als die, was wir gerade anhaben. Kann man ja mal alles ansprechen, das ist ja nicht das Problem. Ja, Funkgerät oben ran, Weste haben unter der Jacke, fertig. Da schaut halt nur irgendwie dieses Sheriff-Department. Ja, das will ich gerade beseitigen. Achso, ja, stimmt, das ist ja, ja. Ja, das war auch das Falsche. Die Uhr ist, das ist doch die Uhr, oder? Ach Gott, was war denn das noch? Ich glaube T-Shirt, Kette. Oder? Kette. T-Shirt könnte auch hinkommen. Ja, warte mal, Kette war das am Bein. Nee, ist Rucksack. Rucksack? Ja. Ja, hier, so ein Sternrahmen. Eigentlich für so eine Zivilstreife, wenn wir irgendwas sowas mal bekommen. Ja, nicht nur das Zivil auch an sich, für ein Window jetzt. Unit. Seit wann gibt's eigentlich jetzt hier das Sheriff Department? Das hier? Ja. Ja, wir waren ja oben in Palito Bay vorher. Aha, okay. Aber da sag ich mal, es war viel, viel zu klein. Und da konntest du dich nicht so gut verbunkern. Oh. Ah, das ist doch was. Ja, wie gesagt, dann müssen wir das mal vormerken und dann fahren wir jetzt erstmal wieder zum Department. Das tue ich mir auch direkt kaufen und in den Schrank reinschmeißen, damit ich es vorführen kann. Genau. Fährst am besten so mit, dass das direkt im Schrank war. Ich muss zweimal fahren. Du das? Ich tu mir das oben in den Schrank reinwerfen im SD-Kurz. Ja, kannst du doch. Und dann kannst du dich doch oben wieder umziehen. Ich mach aber nochmal das andere mit dem Winkel nehmen. Das andere was? Mit seinen Winkeln. So. Vielleicht eh nach halben Stunde Sonnenwende. Ja, nach der Sonnenwende bin ich dann auch wieder weg. Ja, ich glaube ich auch, aber ich komme nachher nochmal wieder. Ich will ein kleines Nickerchen machen. Ne, ich bin dann für eine ganze Woche weg, Alter. Olaf. Ja. Hast du irgendwas, was dich anwidert, was ich nachher ansprechen kann? Du meinst Apollo, aber... Ja, ich meine ja Apollo. Boah. Ich würde dich aber extra Olaf nennen. Olaf, ja, ich weiß. Rauskommst, ne? Jetzt direkt so... vielleicht ein bisschen mehr Organisation, Sarkov. Das sieht schon gut aus. Smith? Ja. Was ist los? Mal gucken, ob wir das durchkriegen, oder? Ja. Oh, geht auf den Winter zu, ne? Ah, jo. Irgendwie geht euch Kleiderschrank schon wieder nicht, oder wann? Doch, ich war nur drauf gestanden, sorry. Auf. Tür hier los. Das ist gut, nur damit ich weiß, wo die ist. Wo kann man sich eigentlich seine Waffen ausrüsten oder geht das erst ab Corporal oder so? Was denn?
Deine Waffen ausrüsten. Was hast du da jetzt für eine Waffe? Karabiner. Die darfst du normalerweise noch gar nicht haben. Ja, die habe ich schon vom Reich ausgehändigt bekommen. Ja, wegen Dings wahrscheinlich, ne? Wegen? Oder oh, dir dieses mal. Event war? Den Buchstaben? Oder warum hast du den Karabiner gekriegt? Er hat mir die einfach so ausgehändigt, keine Ahnung. Okay, okay. Nee, wahrscheinlich wegen der Aktion. Das war wegen Zeitmangel, glaube ich. Wir hatten dann direkt einen Einsatz und hat er mir die schnell in die Hand gedrückt. Ja gut, das kann sein, das kann sein. Ich habe auch noch den schweren Revolver, die AP. Und was sonst hätte ich noch meine SMG. Wofür sei nicht die SAU? Spezialeinheit. Wie SEK, okay. Sowas in die Richtung. Ah, so, wie SWAT. Wir sind, ja genau, wir sind die, die eigentlich taktisch als erstes vorgehen und den Laden stürmen, sag ich jetzt mal. Die treten die Tür ein. Genau, wir treten die Tür ein. Wie kommt man da rein? Gar nicht. Erstmal gar nicht. Okay. Weil das jetzt erstmal noch geklärt wird, ob es die überhaupt noch geben wird. Weil die Aktivität von uns gerade, von den Leuten gerade nicht mehr so wirklich da ist. Das wird jetzt gerade geklärt. Ja, ich schau mal rein, ne? Ist jetzt schon weg. Wir sehen uns dann nächste Woche. Hau rein. Jo, ja, bis dann. Ciao. 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 So, ich glaube, ich hau mich auch erstmal einen Augenblick aufs Ohr. Ich bin gleich auch erstmal weg. Ich denke, ich stelle mir weg auf 20 Uhr. Ja, wann war das Gespräch noch? Ja, um 21 Uhr. Dann passt deine das. Aufstellung. Ich bitte euch alle da zu sein, ja? Dann passt das doch, jawohl. Dann sehen wir uns später. Bis dann. So, Freunde. Nachher geht's weiter. Ich werde jetzt erstmal essen. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. In diesem Sinne, bis später. Smith.